Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur sechsten Sendung zur orthomolekularmedizinischen Ignoranz in Deutschland. Heute mit dem Untertitel Vitamin C heute, Lügen und Wahrheit. Wie immer finden Sie in unserer Blogseite ignoranz.vonabisw.de ausführliche Zusatzinformationen. Wir erinnern uns an die berlinische Monatsschrift Dezemberausgabe 1784. In Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Immanuel Kant, Zitat, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Also in Erinnerung an Kant eine neue Sendung. Heute geht es um die Publikation der Bürgervereinigung Orthomolekulare Aufklärung Isernhagen. Der Titel des Bändchens Vitamin C heute, Lügen und Wahrheit, Ärzte und Apotheker in Deutschland, Problem oder Problemlösung. Und daraus einige Zitate. Auf Seite 7. Medizinstudenten lernen in der Ausbildung nur sehr wenig über Ernährungsmedizin. In den USA haben sie in 4 Jahren zu diesem Thema nur 2 Stunden Unterricht. Die Vitamin-C-Therapie für eine ganze Reihe chronischer Krankheiten wird seit Jahrzehnten in der Schulmedizin systematisch ignoriert. Dr. Frederick R. Klenner in seiner Praxis in Reidsville, Rockingham County in North Carolina, entdeckte die Kraft von Vitamin C und den Prozess, wie es Krankheiten heilt. Schon in den 1940er Jahren setzte Dr. Klenner bei der Behandlung von 60 Kinderlähmungspatienten Vitamin C ein, in allen 60 Fällen mit Erfolg, allerdings in sehr hoher Vitamin C-Dosis. Das war in der Zeit, als es den Polio-Impfstoff noch gar nicht gab. Bei einer großen Medizinerkonferenz berichtete Dr. Klenner über seine Erfolge mit der hochdosierten Vitamin C-Therapie und fand damit keinerlei Resonanz. Das hat die Ärzte einfach nicht interessiert. Polio-Patienten dürfen ja ruhig verkrüppelt werden. Stattdessen hält Big Pharma den Intelligenzquotienten der meisten Ärzte in einer Art Todesgriff. Sie werden gehirngewaschen zu glauben, giftige Antibiotika, die die Darmflora und das Immunsystem zerstören, seien eine weisere Wahl. Dr. Klenner gehörte zu den ersten Ärzten, die Krankheiten mit Vitamin C kurierten. In diesem Kontext sei an Dr. Cathcart erinnert, über den es eine eigene Sendung geben wird, an Dr. Thomas Levy, auch darüber eine eigene Sendung und natürlich Linus Pauling, auch darüber eine eigene Sendung und Abraham Hoffer mit seinem Niacin in der Schizophrenietherapie. Es gibt also noch einiges an Sendungen zu erwarten. Dr. Klenner kurierte Lungenentzündung, Enzephalitis, Herpes Zoster, Herpes Simplex, Mononukleose, Bauchspeicheldrüsenentzündung, Rocky Mountains, Fleckfieber, Blaseninfektion, Alkoholismus, Arthritis und so weiter und so weiter. Er hat Dutzende von Aufsätzen veröffentlicht. Sollten Sie wieder erwarten, aus Ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit heraustreten, genügt es völlig, wenn Sie Klenner, K-L-E-N-N-E-R und Vitamin C bei Google in die Suchmaske eingeben und Sie finden alle weiterführenden Informationen, die Sie dann gerne Ihrem Hausarzt präsentieren dürfen, der davon mit höchstmöglicher Wahrscheinlichkeit noch nie etwas gehört hat. Nur an dieser Stelle, abweichend von dem Büchlein, wenn Sie eine einfache Grippe bekommen, die Common Cold Grippe, wie sie Linus Pauling in seinem Buch Vitamin C und Common Cold beschrieben hat, eine einfache Grippe, dann nehmen Sie einfach so lange Vitamin C, bis der Durchfall kommt. Dr. Cathcart nennt das Bowel Tolerance. Also wenn Sie eine einfache Grippe bekommen, würde ich Ihnen empfehlen, fangen Sie mit 1 Gramm an alle 15 Minuten in der ersten Stunde, dann nehmen Sie in der zweiten Stunde 2 Gramm alle 15 Minuten, in der dritten Stunde 3 Gramm alle 15 Minuten, in der vierten Stunde 4 Gramm alle 15 Minuten, so lange bis der Durchfall kommt, dann haben Sie zwar für eine halbe Stunde Durchfall, aber die Grippe ist weg.
Wenn Sie eine mittelschwere Grippe, eine virale Grippe haben sollten, dann müssen Sie mehr tun. Dann müssen Sie in der ersten Stunde nicht mit 1 Gramm, sondern mit 4 Gramm alle Viertelstunde anfangen und so weiter. Bei einer einfachen Grippe wird man normalerweise mit ungefähr 30 bis 50 Gramm Vitamin C, also 30.000 bis 50.000 Milligramm Vitamin C in der einfachen Form, L-Ascorbinsäure aus der Apotheke. Preiswertes Medikament, 100 Gramm L-Ascorbinsäurepulver kosten in der normalen deutschen Apotheke ca. 2,50 bis 3 Euro, je nach Apotheke. Und Sie kriegen jede Grippe, damit in den Griff. Das geht natürlich weiter, wenn Sie eine mittelschwere Grippe haben, dann reden wir nicht mehr über 30 bis 50 Gramm, sondern über 50 bis 150 Gramm pro Tag. Und wenn Sie eine sehr, sehr schwere Virusgrippe haben, Schweinegrippe, ähnliche Komplikationen, dann gehen Sie besser zu einem Arzt und lassen sich Vitamin C infundieren, denn sonst müssten Sie oral so bis ca. 500 Gramm pro Tag einnehmen. Das sollte man oral vielleicht doch nicht machen, sondern dann einfach eine Hochdosis Vitamin C Infusion setzen lassen. Das tropft dann den ganzen Tag. Und wenn Sie also Ebola-Virus kriegen, dann können Sie den mit Vitamin C auch bekämpfen und gesund werden. Dass ein deutscher Hausarzt das nicht weiß, wird Sie inzwischen nicht mehr überraschen. Wir also weiter im Text auf Seite 8 des kleinen Büchleins Vitamin C heute, Lügen und Wahrheit der Bürgervereinigung Orthomolekulare Aufklärung Isenhagen. Zitat, was sagen Experten über die Heilkraft von Vitamin C? Zitat von Dr. Friedrich Klenner, manche Ärzte warten lieber ab und lassen ihre Patienten sterben, als Ascorbinsäure Vitamin C einzusetzen, weil sie es nur für ein Vitamin halten. Ein Zitat von Dr. Andrew Saul. Vitamin C ist das beste natürliche Antibiotikum, Antitoxin und Antihistaminikum und das wirksamste antivirale Mittel der Welt. Ehre, wem Ehre gebührt. Die Bedeutung von Vitamin C kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dr. Andrew Saul ist einer der führenden Fachleute für Vitamin C-Fragen. Wenn Sie sich auf seiner Homepage, die peer-reviewed ist, informieren wollen, leider alles auf Englisch, ein paar deutsche Texte gibt es dort, drjourself.com, die Homepage von Dr. Andrew Saul, Andrew A-N-D-R-E-W, Saul S-A-U-L. Ein Zitat von Dr. Thomas Levy, dem bekannten Kardiologen und Juristen, eine sehr interessante Kombination. Der menschliche Körper ist so angelegt, dass er mit hohen Vitaminwerten im Blut und auf der Zellebene am besten funktioniert. Dr. Thomas Levy war der Ratgeber für die Familie Smith. Alan Smith lag ja bekanntlich im neuseeländischen Krankenhaus und sollte zum Sterben abgeschaltet werden. Dann haben die Angehörigen auf Vitamin-C-Infusionen bestanden mit Unterstützung des Juristen und Kardiologen Dr. Levy. Das können Sie im Internet bei YouTube finden. Living Proof ist der Name der Fernsehsendung, wo, wenn Sie Alan Smith und Living Proof eingeben, finden Sie im Zweifel diese Sendung ganz schnell. Wenn Sie das nicht finden, gehen Sie einfach auf unsere Blogseite kunstfehler.vonabisw.de. Dort ist ein Link zu dieser Fernsehsendung Living Proof und dem Schweinegrippefall Alan Smith und den arroganten ärztlichen Arschlöchern im Krankenhaus gesetzt. Dann ein Zitat von dem zweimaligen Nobelpreisträger, dem Chemie-Nobelpreisträger und Friedensnobelpreisträger Linus Pauling. Immer mehr Ärzte sind vom Wert hoher Dosen Vitamin C überzeugt. Wenn Sie immer noch nicht interessiert sind, dann googeln Sie Riordan, R-I-O-R-D-A-N, Klinik, C-L-I-N-I-C, Riordan Klinik und deren Vitamin C Protokoll für Krebspatienten. Neben den genannten sind Google interessant Dr. Irwin Stone und Dr. Robert Cathcart, über letzteren, wie gesagt, demnächst eine eigene Sendung hier in unserer Sendereihe. Warum wissen Ihre Hausärzte nichts über Vitamin C? Hierzu eine Erklärung von Robert Landwehr, der seinerzeit in einem Artikel mit dem Titel Der Ursprung der 42-jährigen Steinmauer gegen Vitamin C Licht ins Dunkel bringt. Hier ein Zitat auf Seite 13 der kleinen Broschüre Vitamin C heute, Lügen und Wahrheit.
Im späten Frühjahr 1949 erlebten die USA die bisher schlimmste Poliomyelitis-Epidemie. Am 10. Juni wurde ein Artikel über Wege zur Rettung von Polio-Opfern mit bulbärer Verlaufsform auf der Jahrestagung der American Medical Association verlesen, anschließend abgedruckt in der Zeitschrift der Vereinigung JAMA 3.9.1949, Seiten 1 bis 8, Band 141, Nummer 1. Hier ein kleiner Teil der Zusammenfassung der Anmerkungen von Robert Landwehr. Dr. F.R. Klenner, Reidsville, North Carolina. Es mag vielleicht interessant sein, wie Poliomyelitis während der Epidemie 1948 in Reidsville behandelt wurde. In den vergangenen 7 Jahren wurden Virusinfektionen innerhalb von 72 Stunden durch den Einsatz massiver, häufiger Injektionen von Ascorbinsäure behandelt und geheilt. Ich glaube, dass nach Gabe von Vitamin C in diesen Dosen 6 bis 20 Gramm innerhalb von 24 Stunden keiner der Patienten mit Poliomyelitis gelähmt wird und es keine weiteren Verkrüppelungen oder Poliomyelitis-Epidemien geben wird. Es wurde wie jedes andere Antibiotikum alle 2 bis 4 Stunden verabreicht. Die Anfangsdosis betrug altersabhängig 1000 bis 2000 Milligramm. Kinder bis zu 4 Jahren erhielten die Injektionen intramuskulär. In nachfolgenden Veröffentlichungen nannte er Details über die Heilung lebensbedrohlicher Poliofälle und beschrieb seine allgemeine Vorgehensweise in seinem Artikel »Die Vitamin- und Massagebehandlung bei akuter Poliomyelitis«, der im Journal of Southern Medicine on Surgery im August erschien. In den 1950er Jahren probierten vereinzelte Ärzte in der ganzen Welt Klenners Heilmethode. Diejenigen, die Vitamin C in Dosen anwandten, die unter den von Klenner empfohlenen lagen, erzielten keine positiven Resultate. Diejenigen, die seine Dosierungen einhielten, berichteten über positive Ergebnisse. Soweit dieses Zitat. Ich denke, Sie haben genügend Eindruck gewonnen, wie Sie wieder belogen und betrogen wurden. Sollten Sie sich dafür interessieren. Es gibt natürlich in der englischen Sprache ein fantastisches Werk, wo Sie sich sehr substanziell mit viel wissenschaftlichem Apparat informieren können. Der Titel von Steve Hickey und Andrew W. Saul, The Remarkable and Controversial Story of Vitamin C, Vitamin C, The Real Story, The Latest Research on Vitamin C, Proper Dosage and Safety Recommendations, Vitamin C for Infections, Cancer and Heart Disease. Wir werden das auf unserer Blogseite mit einer eigenen Sendung bezüglich des Inhaltes dieses englischsprachigen Werkes noch ausführlich darstellen. Also, wenn Sie wollen, treten Sie aus Ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit heraus oder lassen Sie es einfach. Es ist bequemer, sich vom Hausarzt irgendwelche Pillen verschreiben zu lassen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf bald.